Gewehr. Schießt auf den. 24, sehr gut. Und dann gehst du... Oh, warte mal, du gehst dahin. Du betäubst den da. Hoffentlich. Wir müssten 100% Treffsicherheit haben, ja. Du drehst dich danach da. Das heißt, der wird nächste Runde einen von uns sägen. Und der wird auf sie schießen, aber hoffentlich nicht mehr als 44 Schaden machen. Du britzelst bitte den. Den habe ich nämlich ganz vergessen. Elektroschutz? Das ist jetzt doof. Das ist echt doof. Er kann nur Elektroschaden machen. So, bzzzt. Kein Schaden oder wenig Schaden, wenig Schaden. Ja. So, du bist wieder aktiv. Können wir dich gleich wieder betäuben? Nein. Das heißt, du läufst jetzt einfach nur weg und drehst dich um. Ah, der Hund verbrennt nächste Runde. Du bist noch betäubt. Sie muss da weg. Und sie muss sich selber heilen. Mit irgendwas Gutem. Das da. Guck nach da. Ja, 55. Das reicht vollkommen. Ovech. Das ist Feuerschutz. Okay, du läufst in die Richtung. Du schießt einfach nur... Oh ne, warte mal, du gehst da um die Ecke. Du haust... Oh, ah, noch viel besser. Und auch vor allem gemein. So. Und war das jetzt zwei Runden. Du... schützt dich. Du gehst dahin. Runde beenden. So, der ist schon mal kaputt. Bombe explodiert nächste Runde. Au. Und er hat gar nichts gemacht? Okay. Du schießt auf ihn. Du läufst da ganz schnell weg. Geht nicht. Dann Gewehr bitte. Schieß ihn kaputt. Und der wird das überleben, fällt mir gerade auf. Das macht nicht 80 Schaden. Bestimmt nicht. Du gehst bitte dahin. Das Vieh war nicht feuerresistent. Sehr gut. Das nächste Runde kriegt er ein Feuer ab. Oh, Glück. Sehr schön. Du... verteile sie aber nur. Du gehst schon mal in die Richtung, um den eventuell zu betäuben. So, bam. Hm, 42 Schaden, das ist ordentlich. Wurde sogar Sullivan gut geschrieben. Gegenangriff. Ruf da. Aber man merkt, die Kämpfe werden doch langsam etwas ressourcenintensiver. Ich hoffe, wir kriegen bald wieder Nachschub. Oh, 30. Ovech. Dahin. Wie viel hast du noch? Oh, du bist kaputt. Das ging schnell, okay. Du bist auch fast kaputt. Randa, schießen. Und Trantin. Nein, er hat keine Gewehrmunition mehr. Okay, mach bitte 8 Schaden, das wird nix. Oh, genau 8. Ja, so, jetzt erstmal ganz in Ruhe gleich bandagieren. Du nämlich. Vorkauen für dich. Bandagen für ihn. Pflaster für Ovech. Pflaster für Ovech. Pflaster für komisches Ding. Und Ressourcen neu verteilen. Du hast Gewehrmunition. Du hast Gewehrmunition. Er hatte, glaube ich, keine. 4 Schuss. Du
Du hast keine Pistolenmunition mehr. Gib bitte ihr mal ganz viel Pistolenmunition, weil Ovitch benutzt fast nie Pistolen. Du auch nicht ganz so häufig. Sie allerdings schon recht häufig. So, also er hat 7 Schuss, er hat 4 Schuss, im Notfall hat er noch 2 Schuss. Ist okay. Betäubungspfeile. 2 bitte zu ihr. 1 bitte zu Ovitch. Gut. Eine Zeitbombe zu Trantin. Eine Zeitbombe zu ihr. Ja. Granate. Hast du 2? Gib eine Ovitch. Sie hat noch keine Granate. Du, Granate zu ihr. Also, Munition müsste soweit wieder gut verteilt sein. Waffen eigentlich auch. Zurück. Ah, Kiste. Benzinflasche, Uzi-Munition und Ultra-Heiler, 6 Stück. Das ist 80 HP. Okay, kriegt jeder mal einen Ultra-Heiler. HP plus ihren 15% Bonus, das ist ganz schön viel. Also ja, Heilzeug, ne? Ist okay, reicht. Benzinflasche gefüllt, ne, Flasche mittlerer Größe, gefüllt mit leicht entflammbarem, unverbleitem Benzin. Können wir die irgendwie kombinieren? Wahrscheinlich können wir die auch werfen und dann wird das Ziel brennbar. Dann können wir es mit einem Streichholz anzünden. Macht sogar einigermaßen Sinn. Bombe mit Zeitzünder für speziellen Verwendungszweck. Der spezielle Verwendungszweck bisher war auf dem Boden liegen, anzünden und weglaufen. Wie man das zu Silvester machen soll. Also kann man das eventuell auch dafür nutzen, sich irgendwo durchzusprengen? Aber dazu müsste so ein leuchtendes, blinkendes Kreuzding da gewesen sein wahrscheinlich. Haben wir hier ein Hausmodell. Oh, und Codeschlüssel Orange. Ich wette, es kommt gleich zum Kampf, wenn ich den aufhebe. Mon Dieu, sie kommen näher. Sie kommen immer näher. Kämpfen wir uns einen Ausgang frei. Ah, daka, daka, daka. Und das was Neues, oder? Lilith. Und dich kennen wir. Du bist auch neu. Okay, Ovitch. Flammenwerfer. Das war gut. Du. Pistole. So, der ist nächste Runde tot. Du. Wie weit könnt ihr gehen? Recht weit. Geh mal da hin und warte. Du könntest ein Feld näher gehen. Da eine Bombe legen? Ich glaube, ich warte erstmal ab und guck, was die machen. Ich müsste 2 Felder weiter nach. Ah, doch, das geht. Okay. Du dahin. Du dahin. Auf die schießen. Mittlere Panzerung. Du hast noch nicht geschossen. Kommst du irgendwie an die da ran? Ja, hier. So. Und wenden. Typ oben ist tot. Die beiden Ladies hier unten rechts müssten näher rankommen. Und dann können wir gucken, ob die eine Fernattacke haben oder nicht. Du gehst weg. Die sind komisch. Du gehst bitte dahin und... Ja, okay. Machst deine Fernattacke. Da lang. Bisher sind die noch ziemlich komisch. Du... Dahin. Da. Ich denke, das werden einfach ganz normale Nahkämpfer sein.
bei dem Namen hätte ich eigentlich was anderes erwartet. Vielleicht, dass die irgendwie die Kontrolle übernehmen können oder so. Aber gut, Genauigkeit ist voll, Entspanntheit ist hoch genug. Mach ein bisschen mehr Lebenspunkte und Glück. So, Ovid, du läufst schon mal runter. In freudiger Erwartung, in zwei Runden einen Flammenwerfer zu benutzen. Du dahin. Du. Ein runter, schießen. Und dann weg, sonst erwischt die dich. Dahin, beenden. So, gucken wir, was die Lilith ganz rechts macht. Nahkampf. Wow, 30. Das ist ordentlich, okay. Also sind einfach nur Nahkämpfer. Du. Das kann ich auch. Und ich kann dich dabei sogar noch betäuben. Muss ich aber gar nicht, weil du tot bist. Na, ja, nicht ganz. Betäubungsschutz? Okay, das ist neu. Du. Dahin. Okay, warte. Donk. So, du hast 33. Nicht Granate. Bombe? Komm. Muss irgendwann mal funktionieren. Du läufst dahin. Du wartest. Du wartest. Den Headnail könnte das erwischen. So, du. Ich würde ungern die Munition verbrauchen, wenn es nicht wirklich muss. Du kannst schon mal in die Richtung gehen. Du gehst dahin. Oh, nee, nee, du gehst nicht dahin. So. Also ich lauere jetzt eigentlich nur darauf, dass sie näher rankommen, damit ich mit Nahkampfwaffen auf sie einprügeln kann. Und dass der Flammenwerfer bereit ist. Hey, beide erwischt. Sehr schön. Glück. Glück, 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 Glück. Na komm. Put, 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 put. Ja, warte mal. Du, Pistole. Du, Pistole. Dahin und schieß. Der ist kaputt. Jo. Du, näher ran. Du, näher ran. Alle Mann näher ran. So, die eine noch und dann haben wir es auch hier. Warum gehst du nach oben? Grummel. Kommst du ran? Nein. Nachrücken. 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 Und beenden. Ich glaube, die läuft jetzt im Kreis um dieses komische Ding da rum. Während wir im Kreis hinterherlaufen. Du Flammenwerfer, nicht mit uns. So. 47. Das heißt, Ovid kriegt gleich eine geballert. Was von den Viechern noch einigermaßen wehtut, aber hat er wenigstens die Panzerweste an. Was haut denn schon hin? Und nächste Runde müsste sie tot sein. Also einmal kommt gleich eine Ovid-Axt und der kommt aus Feuer und dann reicht er schon. Du. Seite. Axt. Rauf da. Und du? Nee, kannst nicht machen, weil Ovid schon neben steht. Okay. Du dahin. So, Feuer macht den Rest. Und gewonnen. Und Trantin braucht unbedingt neue Pistolenmunition. Kann er sich wieder von Sullivan und Ovid abzwacken. Schließen. Pistolenmunition da. Gib ihm mal 5. Gib ihm mal 2. Wie viel hat sie noch? Achso, ja, und die. Die kannst du mal ihm geben. Weil sie kann das ja nicht benutzen. Warum auch immer. So. Du, geheilt werden könnte Ovid ein kleines bisschen. So.
Kiste. Nahrung, Pistolen, Munition und ganz viele andere schöne Muni. Pfeile für alle. Pistolen, Muni. Für alle. So, und Nahrung war da auch recht viel bei. Kriegst du auch alles. Noch so ein bisschen Heilzeug verteilen. Und dann passt das auch. Also, ich bin ziemlich zufrieden. Also ich hätte gedacht, da jetzt hier doch schon ein paar Fehler passiert sind, mit dem zu früh in ein anderes Gebiet gehen und so weiter, dass wir in arge Probleme kommen. Aber Munition sieht okay aus. Spezialmunition, also Bomben, Granaten und Betäubungspfeile haben wir auch noch alles. Heilzeug haben wir noch und nöcher. Also es sieht wirklich gut aus, dass wir es jetzt in einem Schwung durchschaffen. Das Spiel soll nicht so lang sein. Aber müssen wir mal gucken. Jetzt erstmal wieder abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.